Dmitri Peskow hat in einem Interview mit CNN gemeint, es ist nicht mehr das Ziel Russlands, einen Regimewechsel in der Ukraine herbeizuführen. Aber genau dieser Regimewechsel gehörte ja anfangs zu diesen Zielen dieser militärischen Spezialoperation in der Ukraine, wie es immer wieder betont hat, neben der Entnazifizierung und weiteren Punkten. Ist das tatsächlich, kann man dem Glauben schenken oder sagt man das, um die Angst der Leute hier zu nehmen, der Bevölkerung vor einer weiteren Mobilisierung? Bei der ersten sind ja 300.000 als Reservisten eingezogen worden und viele andere aus diesem Grund geflohen. Interessanterweise hat sich ja Kreml von Beginn an die Regimewechsel niemals als zu seinen erklärten Zielen postuliert. Aus diesem Grunde ist es umso witziger, dass ganz plötzlich der Kreml-Sprecher hier von der Aufhebung einer Zielsetzung spricht, die ja gar nicht offiziell als Zielsetzung propagiert wurde. Kreml hat ja stets davon gesprochen, dass ein Regimewechsel in Kiew nicht erfolgen soll. Ganz im Gegenteil. Wir sollten das jetzt aber nicht allzu ernst nehmen, genauso wie auch die ursprünglichen Ziele Moskaus. Denn Russland benötigt unbedingt eine Kampfpause. Die Ukraine ist vor allem im Osten der Ukraine auf dem Vormarsch. Im Süden haben wir das ja vergangene Woche gesehen mit der Einnahme Chersons. Und aus diesem Grunde möchte Russland hier über die nächsten Wochen umgruppieren und eine Offensive vorbereiten. Das heißt, der Westen sollte das stets im Hinterkopf behalten, wenn es um Verhandlungen mit Russland geht. Deshalb will man jetzt auch nicht unbedingt einer Feuerpause zustimmen, oder, von ukrainischer Seite, weil man befürchtet, die Russen könnten sich dadurch eben neu sammeln und mit mehr Kräften zurückkehren. Natürlich. Die Ukraine ist aktuell auf dem Vormarsch. Die Offensivoperationen sind bislang nicht abgeschlossen worden. Vor allem im Osten der Ukraine ist das noch lange nicht der Fall. Mhm. Und aus diesem Grunde glaubt Kiew, hier auch eine wesentlich bessere Verhandlungsposition erzielen zu können, wenn einmal die militärischen Offensivoperationen abgeschlossen sind. Und das ist auch aus dem gleichen Grund, möchte Russland unbedingt so bald wie möglich mit den Verhandlungen beginnen, um auch eine operative Pause zu erhalten und damit hier keine allzu große militärische Niederlage sich einstellt. Die russischen Soldaten, die sollen schlecht ausgerüstet sein, zum Teil keine Winterausstattung oder Winterkleidung haben. Können Sie das bestätigen? Haben Sie ähnliche Meldungen lesen können? Absolut. Wir können aus sehr vielen unterschiedlichen Quellen lesen, dass die Ausrüstung der russischen Soldaten nicht den modernen Standards entspricht. Oftmals waren die Einberufenen gezwungen, ihre Ausrüstung selbst zu kaufen. Und aus diesem Grunde benötigt Russland, wie gesagt, dringend eine Kampfpause. Jetzt haben die Russen aber auch auf der anderen Seite in Cherson Angst und Schrecken hinterlassen. Umso größer war ja das Aufatmen der Bevölkerung, als die Russen abgezogen sind, die ukrainischen Truppen nach Cherson gekommen sind. Jetzt wurden da auch sogenannte Folterkammern entdeckt. Ist das Fake News des Westens oder muss man wirklich davon ausgehen, dass die Russen solche brutale Methoden hier anwenden? Es bedarf natürlich weiterer internationaler Ermittlungen vor allem, aber angesichts der zahllosen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine, die wir bislang beobachten konnten, sei es in Izym, sei es in Bucha, in Mariupol, in Kramatorsk, können wir davon ausgehen, dass die Folterkammern keinesfalls Fake News sind. Abgesehen davon können wir auch in den Telegram-Kanälen von der Wagner-Gruppe und der Russisch-Gruppe der Extremnationalisten lesen, dass hier Befehle ausgegeben wurden, keine Gefangenen zu nehmen. Vor allem keine ukrainischen Offiziere als Gefangenen zu nehmen, sondern diese zu befragen, zu foltern und danach auch umzubringen und das auch keineswegs den übergeordneten Behörden zu melden. Das heißt, vor diesem Hintergrund sind diese Meldungen sehr, sehr glaubwürdig. Es gibt jetzt noch viele interessante Punkte. Was ich auch ansprechen möchte, ist, es gab jetzt ebenfalls einen Bericht oder Aussagen von einem Geheimdienstmann, der sagt, es wird einen Putsch geben gegen das Regime von Putin. Vor allem würden da beteiligt sein Ramzan Kadyrov, aber auch Prigozhin, der Chef der Wagner-Truppe. Wie viel ist denn davon wirklich auch zu glauben? Nun, die Gerüchte über die Unzufriedenheit innerhalb der Eliten und einen möglichen Putschversuch gegen Putin gibt es im Grunde genommen seit Anfang März, ab dem Zeitpunkt, wo klar wurde, dass der russische Vormarsch in der Ukraine kein Erfolg sein wird.
Aus diesem Grunde sollten wir vorsichtig sein, denn die russischen Eliten sind im Großen und Ganzen nicht an einer Absetzung Wladimir Putins interessiert, unter anderem, weil auch der radikale Flügel der sogenannten Partei des Krieges an die Macht kommen könnte. Und danach müssten wir natürlich mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen rechnen. Glauben Sie jetzt, ganz ehrlich, ist Putin hier der Einpeitscher oder der, der diese Aktionen auch hier vorantreibt? Oder ist es eben diese radikal-konservative Gruppe um ihn herum, die ihn eigentlich da antreibt, weiter diesen Krieg fortzuführen in dieser Brutalität, auch mit den Angriffen auf die Infrastruktur und dem Plan, die Menschen hier sozusagen einzufrieren in der Ukraine? Nun, es handelt sich mit Sicherheit um einen Krieg Wladimir Putins. Er war auch derjenige, der diese Entscheidung getroffen hat. Möglicherweise ausgehend von falschen Tatsachen oder ist auch falsch informiert worden. Nichtsdestoweniger, es ist sein Krieg und er möchte diesen Krieg unbedingt führen und nach Möglichkeit auch gewinnen oder zumindest eine möglichst günstige Verhandlungsposition zu bekommen. Und was den Einfluss von radikalen Gruppen anbelangt, ohne diesen Krieg und ohne die Erlaubnis von Wladimir Putin würden sie niemals so viel Einfluss gewinnen. Sie werden langsam auch zu einem Problem für Wladimir Putin selbst. Das heißt, es ist noch nicht so weit, dass wir von einem Putsch sprechen können, aber sie werden langsam zu einem Problem. Und das ist mit ein Grund, warum Russland eine Kampfpause braucht, denn das wird Wladimir Putin die Möglichkeit einräumen, diese Gruppen ins innenpolitische Korsett zurückzuzwängen und ihren Einfluss zu beschneiden. Eine Frage noch, ukrainische oder von ukrainischer Seite geht man öffentlich davon aus, dass man bis zum Frühling diesen Krieg beendet haben wird, dass man dann auch die Krim erobert haben wird. Wie wahrscheinlich sehen Sie das? Zurückerobert haben wird? Natürlich, wir müssen abwarten, ob es Kiew tatsächlich gelingen wird, auch die Krim militärisch zu befreien. Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen innerhalb der Militäranalysten. So ist der US-amerikanische Generalstabschef Mark Milley der Meinung, dass dieser Krieg weder militärisch von Russland noch von der Ukraine gewonnen werden kann. Und aus diesem Grunde hat er auch vor 2 Wochen zu Verhandlungen aufgerufen. Wir müssen natürlich abwarten, wie die Dinge sich weiterentwickeln. In den kommenden Wochen werden wohl die Kämpfe an Intensität abnehmen. Und mit weiteren Offensiven ist dann wohl erst im Frühjahr zu rechnen.